Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei GamesPlanet vorbei. Oh, mir fehlt so ein bisschen was. Deswegen fährt die Karre so scheiße. Das bin gar nicht ich. So, wir fliegen gerade mal wieder aus dem CTLS. Geld. Nochmal Geld. Dankeschön. Gott, wie viele Bussi hier rumfahren. Voll cool. Tschüss. So viel Money, 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 Money. So, da ist ein Café. Und, oh mein Gott, sieht die Stadt gut aus, es sei denn, ich bin einmal durchgefahren. Es klingt nicht gesund. Oh mein Gott, sieht er gut aus. Finde ich. So, gut, hier mal durch. Guten Tag. Oh, ich dachte, ich könnte hier irgendwie Geld klauen. Der will mit uns reden. Ich bin echt einfach abgerutscht. Muss ein Erdbeben gewesen sein. Sonst hätte ich niemals derart versaut. Ich musste die Farbe komplett abschleifen und dann neu anfangen. Oh mein Gott, das interessiert mich so überhaupt nicht. So, okay. Jo, da hat er, glaube ich, gerade nachgeladen. Mittlerweile nimmt er auch wieder mit 60 FPS auf. Sehr schön. Wir haben es ja. Komm, komm's rein. Oh Mann. Yo! Endlich! Also, ich habe mit Josh geredet und Bloom eins auszuwischen stand schon lang auf der Liste. Okay, im Kampf gegen Bloom brauchst du zwei Dinge. Du musst die Leute von deiner Sache überzeugen, um nicht als Troll dazustehen. Und wir brauchen Bots, und zwar jede Menge, um alle Daten von CTOS zu verarbeiten. Danke, Josh. Wir haben letzte Nacht die App modifiziert. Wenn du uns Follower bringst, die die App downloaden, können wir ihre Prozessorleistung für uns nutzen. Machen wir ernst? Ziehen wir das durch? Ja, Mann, wir ziehen das durch. Legen wir endlich los. Oho. Scheiße, ja, Mann! Die Barbaren sind an den Toren und bereit, Römerschädel einzuschlagen. Wir starten ein paar große Dinger mit Massenwirkung, die uns Sympathien bringen, damit die Leute unsere App runterladen. Mhm. Er hat auch so ein bisschen viel gekokst mit den roten Keine Augen Sorge. Hier. Wir fangen mit was Gutem an. Ich muss jetzt vor allen Dingen anfangen, Namen zu merken. Markus, da bist du ja. Ich heiße Markus. Am Leben und trocken. War mir nach dem Nachtbaden nicht so sicher. Komm her. Das musst du dir ansehen. Ja, ich komme schon. Guten Tag. Wir sind mal schon zurück. Unsere eigene Open-Source-Forschungs-App. Also, pass auf. Wir hier alle tragen die Schwachstellen zusammen, die wir finden. Und ermutigen alle, ihre Arbeit und Forschung und so zu teilen. Okay, und was macht diese Forschungs-App? Gibt uns mehr Fähigkeiten? Macht uns unwiderstehlich für das Geschlecht unserer Wahl? Also sowas wie eine Ich-kann-Kung-Fu-Geschichte? Wenn Kung-Fu ein Geschlecht wäre und nicht zu 1999... Hashtag Matrix. So, Nuddle Apps. Die sind cool animiert, die Dinger. Was muss ich jetzt? Tutorial? Ne, das brauchen wir ja nicht. Forschung! Kennen wir doch. So, was wollen wir denn? Hackleistung. Geräte beherrschen. Stadtzusammenbruch. Social Engineering. Schön. Was haben wir denn da? Oh. Fahrzeughacks. Kann, glaube ich, sehr praktisch sein. Wir gucken uns erstmal ein bisschen was um. Umgebungssteuerung. Wow. Sehr praktisch. Wie viele haben wir denn? Zwei Forschungspunkte verfügbar. Okay. Treffsicherheit brauchen wir erstmal nicht. Botnets. Ah, okay. Ich glaube, ich wäre erstmal für Umgebung. Sehr schön. Kann ich noch eins? Nein. Wir haben ja keine mehr verfügbar. Okay. Okay, dann wissen wir jetzt auch, wo das ist. Siehe da! Die Wunder der Technik. Ein 3D-Drucker? Das ist der Army der Drucker. Er kann ein ganzes Arsenal tödlicher Waffen ausspucken. Ernsthaft? Ja, wenn du's drauf hast, voila, Hipster-Kaufmann des Todes.
Alles klar, aber ich bin kein Hipster. Red dir das ruhig ein. Jetzt stell mal was damit her. Aber jag uns nicht hoch. Ja, wir können 3D drucken. Mit einem 3D-Drucker. Kannst ja einfach das Ding aus dem Internet der Dinge runterladen. Die haben wir ja schon. Den Jumper haben wir ja schon. Den Quadrocopter, den müssen wir erst noch kaufen. Ah, guck mal, wir können uns einfach mal so was drucken. Druck mal. In welchem Jahr sind wir, wo das so schnell geht? Plastikwaffe. Das Einhorn mit dem Regenbogen aus dem Arsch. Ist auch schön. Mann, ich liebe das Spiel jetzt schon. Okay, wir haben uns gerade mal... Können wir uns noch was drucken? Gucken wir doch einfach mal drauf. Kann man sich hier mal irgendwie... Ah, guck mal hier. Kannst du die Farbe ändern. Das kostet aber viel zu viel. Zweiten Waffenplatz. Noch eine zweite. Aber die haben wir ja schon. Deswegen lässt er sie mich, glaube ich, nicht drucken. Ah. Ach, ich habe den Jumper auch noch nicht. Den muss ich auch noch drucken. Bing. Yep, so funktioniert das. Sehr schön. Oh yeah. Einfach mal zwischen die Arschritze klemmen. Okay, nutze das Ausrüstungsrad, um Waffen und Geräte auszurüsten. Setze den Jumper ein oder nimm die Kontrolle ein. Ja. Okay. Okay, ich hab's verstanden. Das werde ich mir niemals merken können. Hui! Okay, das ist cool. Ich dachte, ich kann ihm eine zappen. Warum kann ich ihm keine zappen? Hallo? Ich breche das hier gerade mal ab. So, Entschuldigung. Ich kann mir dieses Gelaber dauernd nicht anhören. Ich muss ein bisschen was weiterkommen. Kann man mit ihm nichts wegseppen oder ihm irgendwie... Fehlt mir so ein bisschen. Oh. Okay, wir fahren ihn einfach mal zurück. B. Jetzt ist er wieder bei mir in meiner Arschritze. Sehr schön. Okay, da könnten wir uns auch umziehen. Das brauchen wir aber ja nicht. Wir müssen erstmal darüber. Das heißt, wir laufen ja auch mal darüber. Darüber. Boah, für einen vernünftigen Stuhl hat es nicht gereicht. Gut, noch einen Bruder hier zu haben. Gut, hier zu sein, Mann. Seid ihr alle Hacker? Wenn du was wissen willst, komm ruhig zu mir. Also Josh da. Der baut immer Zeug, das nicht funktionieren sollte. Im Moment arbeitet er gerade an dieser riesigen Drohne. Und Wrench? Auch ein guter Techniker. Aber besser im Kaputtmachen. Und yo, Sitara? Eine echt gute Künstlerin und Grafikdesignerin. Oh ohne yeah. Ohne sie hätte der Zack heute weder ein Gesicht noch eine Stimme. Was ist mit dir? Welche Superkraft hast du? Taktischer Koordinator oder Katzenhirte, suchst du aus. Ich schick der Zack dahin, wo es am meisten bringt. Kennst du Primate? Das sind ein paar Hacker der übelsten Sorte. Ja, ich hatte schon mal das... Prime 8 ist, wenn du 8 Sachen über Prime bestellst. Sowas hört man doch gerne. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir mehr Infos. Es laufen immer irgendwelche Orbs gegen Prime 8. Du bist jederzeit willkommen. Okay. Führe eine Kooperation aus. Das ist jetzt der Online-Modus. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, weil jetzt gerade
zu dieser Uhrzeit wahrscheinlich Apeshit auf den Servern los ist. Und alle dieses Spiel spielen. Echt abgefahren. Und was? Deswegen. Diese ganze Bude ist abgefahren. Ja. Früher haben wir hier Nachrichten überwacht. Jetzt ist es unsere Followerwand. Die zeigt, ob wir im Trend sind? Nein, nein, nein. Sie basiert auf Fakten. Wie viele Downloads unsere App hat, wie viel Rechenleistung wir verfügbar haben. Sowas. Cool. Und apropos, wir laden die DeathSec-App gerade in diesem Moment auf dein Handy herunter. Öffne sie nachher, klicke auf die vorgeschlagene Operation und geh raus in den Park. Dann testen wir es. Klingt gut. Eins noch, ich habe dir eine Erinnerung aufs Handy gespielt, damit du weißt, worum es geht. Besorg dir genug Rechenleistung, damit wir Bloom erledigen können. Okay, Spaziergang im Park. Vielleicht hört ihr es, ich habe mich ein bisschen was zurückgelehnt. Ich mache mir gerade wieder Sorgen um meinen Trigger. Nicht Trigger, Button. Egal. So, da muss ich jetzt einfach mal mit leben. So, da pfeifen wir. Gehen jetzt mal raus. So. Gucken wir mal. Hier liegt... da liegt was rum. Muss ich ja außen rum. Hallo? Wie soll das denn funktionieren hier? Die spirituelle Organisation New Dawn beschuldigt Auckland's Stadträtin Miranda Comey der Verleumdung. Im Interview nannte die Stadträtin die Organisation ein, Zitat, betrügerisches Schneeballsystem. Die Organisation schlägt offenbar mit mehr als nur Anwälten zurück. Das Privatleben der Stadträtin rückte ins Rampenlicht, als auf mysteriöse Weise Krankenakten über ihre Transgender-Behandlungen an die Medien gelangten. Eine New Dawn-Sprecherin sagte, die Organisation habe nichts mit den geleakten Krankenakten zu tun. Und behauptete die Stadträtin Comey Buhle verzweifelt um Aufmerksamkeit. Wie die Musik einfach wieder aufhört. Okay, das heißt, wir müssen mal gerade das Handy aufmachen. Ich habe was nicht mitbekommen mal wieder. Aber da ist die DeathSec-App. Hauptoperation Blumen erledigen, spazierter Gang. Das heißt, das machen wir jetzt mal. Damit ist das ausgewählt. Sehr schön. Wo soll ich jetzt wieder hin? Achso, ich soll raus. Gehe ich mal von aus. So, tippel, 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 tippel. Meine Güte, braucht die lange. So, scheiß Animationen. Könnte man alles viel, viel schneller machen. Guten Tag. Mission und Fortschritt. Entdeckung, Welt erkunden. Okay, es lohnt sich, die San Francisco Bay Area zu erkunden. Schalte dein Neckhead überall um, um Belohnungen und Operationsinfos aufzuspüren. Interessante Gebiete gibt es immer was zu entdecken. In Sperrgebieten findet man oft Tüten mit Geld. Sehr viel Geld. Wenn du interessante Gegenstände einmal entdeckt hast, werden sie in Nuddle Maps angezeigt. Das ist eine Anspielung auf Google Maps. Gehe ich mal von aus. Ist der Wagen immer noch kaputt? Die App ist runtergeladen und ich bin im Park. Was teste ich denn? Mach Profile von deiner Umgebung. Leute, Geräte und so. Schau, was du rauskriegst. So finden wir unsere nächsten Ops. Und indem wir Ops durchführen, die den Leuten wichtig sind, wecken wir ihr Interesse an DeathSec. Je mehr Follower die App runterladen, desto mehr Infos kriegen wir. Der Kreislauf des Lebens. Oh, und schau, ob du Komponenten findest, die bei unserer Forschung helfen. Hipster Kaufmann! Die App ist ein Data Mining Tool. Des Todes! Okay, okay, ich hab's kapiert. Also, was jetzt? Das liegt bei dir. Du kannst tun, wonach dir gerade ist. Wir posten Orbs in der DeathSec-App. Und für die kriegen wir Follower. Und Follower sind unser Tester. Follower bedeuten Computer. Damit kriegen wir mehr Rechenleistung und damit größere und krassere Orbs. So viele Schandflecke in dieser Stadt. Überall. Schnauze. Okay, mir ist gerade ein kleiner Fehler aufgefallen. Erreiche den Mission Dolores Park. Ja. Grammatikfehler. Hashtag Deutsch ist nun mal schwer. So. Oh mein Gott, ist das cool. Wir heute noch. Mal sehen, ob wir noch zwei Tickets loswerden für unsere ausverkaufte Blockparty 2016. Ich habe jemanden in der Leitung, Trisha. Sie heißt Kiara. Hey, Kiara. Gott, okay. Ich dachte, wenn wir in der Küche sind. Ich wollte gerade sagen, haltet doch mal die Fresse im Radio. Deswegen war ich auch gerade so ruhig. Because it was pathetic. So, das ist mein neues Firmenauto.